Hi und willkommen zum heutigen Mittwochsvideo. Ich bin der Callcenter Crusher. 30 Minuten Trading Abzockversuche. Viel Spaß dabei, denn wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? Ja, hallo, einen schönen guten Tag, Herr Brümmer. Tina Schmidt am Apparat aus Swiss West. Sie haben sich bei uns gerade eben erfolgreich für das Onlinehandel registriert, sehe ich in meinem System. Ja. Und zwar, Sie wurden zu mir weitergeleitet. Ich bin nämlich Ihre persönliche Account-Managerin. Das heißt, Sie bekommen von mir die Zugangsdaten für die Aktivierung und wir schließen das gemeinsam ab. Ich hoffe, Sie haben jetzt dazu die Zeit, 4 Minütchen dauert das ungefähr. Maximal 5, dass wir das abschließen, oder? Die Zeit hätte ich natürlich. Okay, wunderbar. So, sagen Sie mir kurz bitte werner.brümmer mit UE at mdz.email. Ja. Die E-Mail ist richtig, ja? Ja, natürlich. Okay. So, dann sagen Sie mir nur ganz kurz, Sie haben keine Erfahrung, oder? Mit was jetzt keine Erfahrung? Also mit generell Onlinehandel. Doch, natürlich. Ich verkaufe jede Menge meiner Möbelstücke im Onlinehandel. Okay, aber ich meine so auf der Börse. Nee, auf der Börse verkaufe ich meine Möbelstücke nicht. Ja, ich frage Sie ja nur, haben Sie in dem Bereich Erfahrung? Börse nicht, nein. Okay. So, brauchen Sie auch nicht? Brauche ich nicht. Sie Warum? Haben auch bei der weil Sie bekommen sowieso kostenlose Unterstützung von einem Fachexperten und eine vollautomatisierte Software, okay? Heute haben Sie gute Zeitpunkte erwischt, weil heute feiern wir 17 Jahre auf dem Markt. Das heißt, Sie haben noch 100 Euro Willkommensbonus auf die Summe. Sie haben bestimmt gesehen, Sie aktivieren das Handelskonto mit einer Aufladung des Guthabens einmalig 260 Euro ohne Nebenkosten. Und auf die Summe bekommen Sie noch 100 Euro Willkommensbonus, dann können Sie den Testgeschäft auch machen. Genau, also Sie brauchen keine Erfahrung, weil das alles die vollautomatisierte Software macht, auf der Börse für Sie kauft und verkauft. Ja? Das heißt, Sie können mit der vollautomatisierten Software auch nicht ins Minus kommen, nicht ins Risikobereich, weil die vollautomatisierte Software hat in sich so einen Stop-Loss, der natürlich das alles rechtzeitig verhindert. Ja, wenn Sie das alleine machen würden, dann würde das vielleicht also anders laufen. Ja, das war jetzt aber sehr viel Text. Das war jetzt aber sehr viel Text, sehr schnell. Die Hälfte davon habe ich gar nicht mitgekriegt. Also Sie sagten... Okay, soll ich nochmal das wiederholen? Was genau haben Sie nicht verstanden? Ja, Sie sagten irgendwie ein guter Zeitpunkt, weil Ihre Firma ist wie viele Jahre am Markt jetzt? 17. 17? Heute. Ah ja, okay. Genau. Und deswegen Kunden, die sich heute registriert haben, beziehungsweise das Handelskonto aktivieren, bekommen noch 100 Euro Willkommensbonus einfach... So, also dass Sie mit den 100 Euro auch den Testgeschäft machen. Das heißt, wenn Sie 260 Euro auf das Guthaben aufgeladen haben, dann müssen Sie nicht gleich mit Ihren 260 Euro handeln, investieren und das damit ausprobieren, sondern Sie haben von uns die 100 Euro. Ja, das ist doch schön. Da brauche ich ja nicht gleich überweisen. Das ist ja schön. Das ist nett von Ihnen. Danke sehr. So, schauen Sie mal. Das heißt... Wenn Sie zum Beispiel mit diesen 100 Euro Willkommensbonus etwas erwirtschaftet haben, also das Geld können Sie auszahlen, aber die 100 Euro bleiben da, also im Unternehmen. Ja, heißt aber nicht, dass Sie das Guthaben nicht aufladen müssen, weil das Handelskonto aktivieren Sie mit der Aufladung des Guthabens. Ja, sondern Sie bekommen die 100 Euro dazu. Auf die 260 Euro bekommen Sie diese 100 Euro. Okay. Verstehen Sie jetzt? Ja, gut. Ja, und was interessiert Sie denn noch? Was haben Sie noch nicht verstanden? Ja, wenn Sie mich da mal zu Wort kommen lassen, wäre das nett. Mit was kann ich bei Ihnen allen handeln? Mit was kann ich bei Ihnen handeln? So, also, wenn Sie das Handelskonto aktiviert haben, haben Sie alle Türen offen von der Börse. Das heißt, Sie haben natürlich bestimmt schon mal gehört, Sie haben Kryptowährungen, Aktien und sehr vielen Sachen auf der Börse. Das heißt,
Sie müssen jetzt nicht extra, sag mal so, Sie haben sich beispielsweise für Ölprofit registriert, für Aktien oder sag mal so, Sie haben sich für Bitcoin registriert. Heißt aber nicht, dass Sie dann nur mit Bitcoin handeln müssen, sondern Sie haben da, Börse ist natürlich groß, Aktien von dem und dem. Es gibt sehr viele Aktien, es gibt sehr viele Kryptowährungen. Im Ziel ist natürlich, wenn Sie das Handelskonto aktivieren, ich glaube, es ist Ihr Ziel, dass Sie durch diese 260 Euro mehr Geld erwirtschaften. Ja, deswegen ist die vollautomatisierte Software da, die gleich erkennt, was sich im Moment auf der Börse lohnt. Ja, natürlich, das geht alles im Gespräch mit Ihnen gemeinsam und den Fachexperten. Also der Fachexperte wird trotzdem zu Test, also die vollautomatisierte Software befolgen und dann wird er Sie natürlich kontaktieren. Okay, jetzt gibt es die und die Sache, die Ihnen Gewinn erwirtschaften kann. Oder zum Beispiel im Moment Holen Sie lohnt doch mal ein sich bisschen meiner Luft Meinung nicht. zwischendurch. Ich atme schon. Das Machen ist Sie sich keine Sorgen. schön. Kriegen Sie Informationen oder nicht? Sie sind so frech und ich will mit Ihnen nicht reden. Ja, Tschüss. gut, tschüss. Beim zweiten Anruf ist leider meine Stimme etwas zu leise aufgenommen worden. Ich hoffe, ihr versteht es trotzdem. Hermann, bezüglich Ihrer Anmeldung bei unserem Online-Handelsprojekt. Ja. Ich bin ein Kontomanager und meine Aufgabe ist es zu verstehen, ob Sie interessiert sind und Ihr Handelskonto richtig aktivieren zu helfen. Sie wollen das verstehen? Ja, ich bin interessiert, ja. Kann ich Sehr Ihnen gut. bestätigen? Gut. Sagen Sie mir bitte, was hat Ihnen bei der Werbung gefallen? Naja, dass man eventuell Geld verdienen kann, das hat mir gefallen. Also gut. Ja, eigentlich ja, mit diesem System können Sie Geld verdienen, das ist richtig. Ich möchte einfach verstehen, ja, was hat Ihnen gefallen? Also gut, meine Aufgabe ist es, Ihnen eigentlich alles zu erklären. Ja, dann Deswegen erklären Sie soll ich, mal. ja, bitte. Also als Basis haben wir ein automatisches System, das ist ein Roboter, eine Applikation, ein künstlicher Intelligenz sozusagen, der analysiert den ganzen Markt. Dieser Roboter findet Preisunterschiede, öffnet und schließt Positionen automatisch. Es geht etwas langsam, aber ständig. Weiter. Sie bekommen auch einen Finanzberater, einen Fachmann, einen Mensch, der soll bei Ihnen dabei sein. Zuerst soll er Ihnen helfen, diese Applikation auf Ihrem Gerät herunterzuladen, zu installieren, alle automatischen Einstellungen zu machen und auch erfolgreiche Strategie für Sie zu erschaffen. Ja. Eigentlich ist es möglich, mit Ihrem Finanzberater ausgewählte Positionen auch investieren, um größere Profite zu generieren. Er analysiert den Markt pünktlich, ja, bei einigen Positionen, wo diese künstliche Intelligenz analysiert den ganzen Markt. Am besten funktioniert er in Kryptowährungen, weil es gibt viele Preisunterschiede und Preisfluktuationen durch den Tag und dieser Algorithmus kann das schnell analysieren, schnell kaufen, schnell verkaufen und dadurch auch profitieren. Ja. Eigentlich so funktioniert das. Wo Sie beispielsweise eine Einzahlung vorgenommen haben für Banküberweisung, dann wird auch diese Zahlungsmethode als Auszahlungsmethode verwendet. Beispielsweise, wenn Sie Ihr Geld auszahlen, sollen Sie das auch auf dem gleichen Bankkonto bekommen. Sie brauchen einige Summe auf Ihrem Betrag zu haben, sodass Ihr Geld investiert sein kann. Ja. Und dieser minimale Betrag ist 250 Euro, damit Sie einfach anfangen können. Ja. Und das war's Und jetzt, oder? wie bitte? Sie machen immer so lange Pausen. War's das oder wollen Sie noch was erklären? Ich möchte, ja, vielleicht möchte ich von Ihnen etwas hören. Vielleicht haben Sie Fragen. Ich gebe Ihnen die Möglichkeit, etwas Fragen zu stellen, Ja, wenn Sie gerne, gerne. das haben. Sie sagen, das ist ein automatisches System, was die Positionen öffnet und schließt. Ja. Arbeitet das System mit dem Metatrader? Nö. Eigentlich das System ist unser Algorithmus, unsere künstliche Intelligenz, der verwendet schon lange Jahren am fin Trading am Finanzmarkt. Es gibt Patterne im Geschäft, ja, wo Was gibt es eigentlich bitte? Patterne.
Eigentlich solche Situationen, wo es gibt Wachstum oder Schwendung. Ja, ich habe und, das Wort leider nicht diese... verstanden, was Sie gesagt haben. Was heißt Paterner? Patern. Patern ist ein englisches Wort. Ja, ich bin aber hier in Deutschland, dann reden Sie bitte Deutsch mit mir. Ja, ich verstehe. Doch hatte ich keine Möglichkeit, dieses Wort auf Deutsch richtig zu überlegen, weil ich übersetze. Nutzen Sie doch einfach übersetzen. Mal den Google-Übersetzer. Dann hilft er bestimmt. Google-Übersetzer. Moment mal. Also, ich habe es dabei und ich versuche das zu verwenden. Pattern. Muster. Es gibt ein Muster, ja. Wo es beispielsweise solche Situationen in Geschichte gab. Und eigentlich, wo dieser Algorithmus das sieht, er kann diese Situationen auch richtig verstehen und auch richtige Entscheidungen treffen. Und es läuft nicht alleine, weil immer ist Ihr Finanzberater dabei, er kontrolliert den Verlauf dieses Systems. Ja. Ja, und eigentlich so läuft es. Unsere Statistikabteilung laut, dass 7 von 10 Positionen schließen sich nur automatisch im Plus. Mhm. Okay. Also nur durch diesen Algorithmus können Sie bis Ende des Monats mit minimalem Betrag bis ungefähr von 6 bis 800 Euro entwickeln. Mhm. Und Ihr Finanz- und weitere Handlungen mit Ihrem Finanzberater kann ich nicht vorsehen oder etwas versprechen, doch er ist sehr erfahren und eigentlich ja. Okay. Er ist ein erfolgreicher Mensch. Ja, mal angenommen, ich zahle ein bei Ihrer Firma. Wer hat dann Zugriff auf mein Konto? Ihr Konto ist in unserem System. Ich soll Ihnen Ihre Zugangsdaten schicken, zusammen mit dem Link zu unserer Webseite, ja. Wir schauen das jetzt mal an. Aber beantworten Sie doch erstmal meine Frage. Wer hat Zugang auf mein Konto? Sie. Sie und nur ich. Wir, ja, nur Sie. Wir, also wie funktioniert das? Wir generieren für Sie ein Testpasswort. Sie treten ein, loggen Sie ein. Ich erkläre Ihnen, wie Sie Ihr Passwort ändern können. Und nachdem Sie das gemacht haben, nur Sie haben Zugang zu Ihrem Konto. Gut, dann stellt sich... Wo ich weiß, Ihr derzeitige Passwort, einmaliger Passwort, dann kann ich auch Ihr Konto eintreten. Aber wo Sie das geändert haben, nur Sie haben Zugang. Ja gut, dann stellt sich mir die Frage, wie wollen Sie von meinem Geld traden, wenn nur ich Zugang auf mein Konto habe? Da kann ja dann der Roboter, dieser Trading-Roboter, gar keinen Zugriff auf mein Konto haben und kann somit gar nicht traden. Also Sie erhalten diese Applikation. Durch diese Applikation Ihr Geld wird investiert mit Ihrem Finanzberater. Ihr Finanzberater wird Ihr Geld investieren. Diese Applikation wird Ihr Geld investieren. Aber niemand hat Zugang zu Ihrem Konto. Bitte. Hallo. Ja. Ja, nicht so viel reden, hallo. Auch ab und zu mal zuhören. Wenn nur ich meinen Zugang auf mein Konto habe. Wie kann denn dann mein Finanzberater oder die Applikation Zugriff haben? Ich erkläre, weil wo Sie mit uns zusammenarbeiten, Sie auch verstehen, dass Ihr Geld investiert wird. Ja, aber Sie haben gerade doch gesagt, dass nur ich Zugriff doch, auf mein Konto... Lassen Sie mich bitte ausreden. Bitte. Sie haben mehrfach gesagt, dass nur ich Zugriff auf mein Konto habe. Die Frage ist, genau. Wie können Sie dann mit meinem Geld handeln, wenn doch nur ich Zugriff auf mein Konto habe? Weil niemand macht irgendwelche Tätigungen wie Einzahlung oder Auszahlung von Ihrem Konto. Ihr Geld wird nicht ausgezahlt, sondern eine Position wird geöffnet. Es funktioniert etwas anders. Ja, das ist dann nicht, hat also jemand Ihr Zugriff auf mein Konto. Der diese Position öffnet, Zugriff auf mein Konto. Also doch nicht nur ich. Nein, das funktioniert so nicht. Ja, Sie haben, dass Ihr Geld... Hallo,
Sie haben mehrfach gesagt, dass nur und ausschließlich ich Zugriff auf mein Konto habe. Dann kann das ist richtig. Dann kann doch Ihr Finanzberater gar nicht mit meinem Geld traden. Weil er kann ja gar keine Trade setzen, weil er hat ja keinen Zugriff auf mein Konto. Ich soll das Ihnen erklären. Ja, das haben Sie ja bis jetzt noch nicht erklärt. Also, wer hat Zugriff auf mein Konto? Sie und nur Sie. Und wie will dann der Finanzberater mit meinem Geld reden, wenn er gar keinen Zugriff auf mein Konto hat? Das war meine Frage. Machen wir mal, seien Sie so, nicht so verärgert. Ich bin ein Kontomanager. Oh Himmel nicht. Und ich soll jetzt für Sie, um Ihre Fragen zu beantworten, vielleicht einen Finanzberater holen, der soll Ihnen das erklären, ja, wie das funktioniert. Holen Sie. Ist das gut? Ja. Sind Sie damit zufrieden? Ja, natürlich. Bitte schön. Warten Sie eine halbe Minute, bitte. Dann los. Moment mal. Na, ist der Finanzberater wohl weit weg, oder? Hallo? Hallo? Finden Sie den Finanzberater nicht? Ja, hallo. Herr Reiter? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Markus Reich. Was kann ich für Sie tun? Ja, Ihr Kollege hat mir gesagt, dass einzig ich alleine Zugriff auf mein Konto habe. Das bestätigen Sie sicherlich, oder? Ja, natürlich. Also, das ist Ihr Privatsphäre, Privateinnahmen und da darf keine rein, außer Sie. Ja, wie kann denn dann der Finanzberater mit meinem Geld traden, wenn er gar keinen Zugriff auf mein Konto hat? Passen Sie auf. Sie bekommen eine Applikation zugeschickt. Das ist Ihr Handelskonto. Sie werden auch dabei die Zugangsdaten bekommen. Einmalige Passwort. Den müssen Sie nach dem Kontoaktivierung enden lassen, weil, wie gesagt, das ist Ihr Privatsphäre. Was die Summe auf Ihrem Handelskonto, also Ihr Einsatzkapital und das weitere Einkommen, was Sie mit unserer Hilfe vergrößern werden, das ist, läuft automatisch. Wir befinden uns in einem Kryptosystem. Ja? Ihr Geld wird auf Ihrem Handelskonto gut geschrieben, nachdem Sie also unser. Oh Mann. Habt ihr verstanden, wie denn der Broker mit meinem Geld handeln will, obwohl er keinen Zugriff auf mein Handelskonto hat? Er hat es sicher auch nicht verstanden. Zumindest sind ihm scheinbar die Erklärungen ausgegangen und er hat aufgelegt. So wünscht man es sich bei einer fundierten Beratung einer seriösen Firma. Hallo? Hallo? Schönen guten Tag, Herr Sobirger. Herr wer bitte? Herr Sobirek? Ja, das ist mein Name, ja. Ja, genau. Ich bin Joschka Leisner und ich rufe Sie von Finanzmarkt an. Sie haben sich für die automatisierte Software interessiert, richtig? Ja, das ist richtig. Ja, und Sie haben sich erfolgreich bei uns registriert. Jetzt werde ich Ihnen helfen, Ihr Handelskonto aktivieren. Haben Sie schon Erfahrung am Finanzmarkt? Ja, habe ich. Okay, was von Erfahrung haben Sie? Eine gute, okay. Und dann werde ich Ihnen diese zwei Methoden von uns Ihnen vorstellen. Eine ist das so automatisierte Software halt. Das ist ein Roboter, mit dem der Roboter handelt auf dem Markt selber, ne? Ja. Unser Analytiker wird das einsetzen und Sie werden bis zum 10% Profit von Ihrer Einzahlung haben, ne? Mhm. Und dann wir haben zweite Methode ist es so, dass Sie von unserem Analytiker begleitet werden. Da werden Sie bis zum 30% Profit von Ihrer Einzahlung haben. Ja. Ja.
Mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? Das habe ich noch nicht festgelegt, aber erklären Sie doch erstmal Ihre Systeme. Welche Frage haben Sie? Welche Systeme soll ich Ihnen erklären? Ja, dann erklären Sie doch mal Ihr automatisches System. Unser automatisches System ist von unserer Gruppenanalytiker und Programmierer eingestellt geworden. Ne? Der wird, wie schon, das habe ich noch nicht gesagt. Eben, der wird, deswegen frage ich ja. Der wird einsetzen, zum Beispiel am Finanzmarkt, beim Handeln, beim Währen. Der sagt Bescheid, was am Finanzmarkt passieren wird. Ne? Wenn er hat recht, dann... Der Roboter entscheidet das, ne? Das ist 95. Der Roboter entscheidet das, wenn der guckt auf dem Markt, auf Finanzmarkt, der guckt das, wenn das über 95% ist, der Gewinn, ne? Dann setzt er ein. Wenn das unter 95% ist, wird er dann nicht einsetzen. So läuft das bei der Roboter. Und das ist von 15 effektivsten Instrumenten hergestellt. Deswegen, ich habe Kunden, die damit machen, die brauchen dafür keine Zeit. Sie gehen online, so, sie brauchen ein paar Minuten. Sie gehen auf ihre Handy online, loggen sie sich ein und fangen sie an zu handeln. Ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Methode für sie aktivieren, dann werden sie einen Anruf von unserem Analytiker bekommen, der setzt alles ein, dann werden sie schon anfangen mit Handeln. Und wenn sie noch mehr Fragen haben, über Ihren Roboter. Was ist das für ein Roboter? Ist das der Metatrader? Der Roboter? Ja, ich fragte, einen Moment. Nutzen Sie den Metatrader? Und wenn ja, welchen Metatrader? Nee, Metatrader, da kenne ich mich nicht so gut aus. Erstmal, ne? Ja, und welchen nutzen darüber Sie? Wir nutzen diese Roboter, welche so, das Programm, die ist mit 15 Effizienzstrategien auf dem Markt kombiniert. Und diese Code basiert auf den 10 genauso mit mathematischen Formeln, ne? Aha. Verstehen ja. Sie? Hallo? Ich verstehe. Okay, also Ihr System hat gar keinen Namen. Sehe ich das richtig? Nee, unser System Webtrader. Ne? Ja, das als Name Webtrader. Webtrader ist ja im Prinzip kein System. Aber okay, gut. Ja, dann gehen wir mal weiter. Sie sagten, wenn ich bei Ihrer Firma jetzt einzahle, wer hat Zugriff auf mein Konto? Sie haben Zugriff auf eigene Handelskonto. Und wer noch? Sie werden niemanden mehr. Sie haben. Sie wissen ja, ihr. Hallo. Ich höre Sie. Also, ja, ich höre Sie. Wenn nur ich Zugriff habe, wie will denn das automatische System mit meinem Geld handeln, wenn nur ich Zugriff auf mein Konto Moment. Habe? Moment. Ja, das kann ich genau Ihnen erklären. Ne? Ja, dann mal wie los. Ich schon gesagt habe, sobald Sie das aktiviert haben, ne, Sie bekommen von Analytiker Anruf und Sie werden mit Analytiker besprechen. Zum Beispiel, unser Mindestbetrag für Ihre Konto zu aktivieren ist 250 Euro. Darum es wird auf Ihrem Handelskonto stehen. Es geht doch jetzt. Nein, einen Moment, ich erkläre. Das kommt gleich. Das kommt gleich. Einen Moment. 250 Euro wird auf Ihrem Handelskonto, ne? Dann können Sie selber von diesen 250, das ist zum Erklären, sage ich das, ne? Von diesen 250 können Sie 30 Euro, das heißt 30% von Ihrem also Kontostand können Sie in Finanzmarkt so investieren, so handeln, reinsetzen. Verstehen also, Sie? Dann ist es Und ja, kein, dann ja, ist es ja kein automatisches System, wenn ich das selber einsetzen muss. Dann brauche ich ja kein automatisches System. Nee, Sie setzen, das ist so, Sie setzen ein, das ist ja so, beim Roboter braucht man ja menschliche Faktor. Beim jeder Roboter, das ist ja nicht so, Sie machen nichts und Roboter funktioniert. Sie haben noch nicht Roboter gemacht, der funktioniert. Nein. Ja, der Sie haben gesagt, Analytiker setzt ein. Sie haben gesagt, das ist ein automatisches System. Dann genau, also genau. Kein, ich sag doch. Dann ist es also kein automatisches System, wenn man selber handeln muss. Dann ist es also nicht automatisch. Moment. Ja, Moment. Hören Sie mich genau zu. Ja, ich versuche die ganze Zeit zu verstehen.
Aber Sie reden wirklich. Ich versuche jetzt. Guck, gucken Sie mal, Moment. Sie setzen beim ersten Mal ein, wie viel Sie zum Beispiel in diese Woche jeden Tag einsetzen wollen. Ne? Dann wird der Roboter selber handeln. Sie brauchen da nichts machen. Das ist unser Roboter, funktioniert so. Der handelt selber. Sie brauchen nichts da tun. Sie brauchen nicht irgendwo gucken oder sowas. Der macht das selber. Aber wie viel Geld Sie einsetzen, entscheiden Sie sich selber. Weil das ist Ihre Konto. Roboter kann nicht entscheiden. Zum Beispiel, Sie haben 1000 Euro auf Ihrem Konto. Roboter kann nicht das ganze 1000 Euro nehmen und weiter handeln. Aber eine Sache ist das so. Zum Beispiel. Sie haben vorher gesagt, was am Finanzmarkt passieren soll. Sie haben auf Ihrem Konto 200 Euro. Sie haben diese 30% zum Handeln gebracht. Ne? Dann, wenn das höher geht, ne? Wenn das zum Beispiel, wo Sie haben gesagt, es geht am Finanzmarkt geht höher, dann wird der automatisierte System sehen, wenn das noch der Verdien höher sein kann, der nimmt selber auch ein bisschen Geld von Ihrem Handelskonto, ja? Machen ja. Sie das nicht so oft? Sie stammeln sich so dermaßen ein zurecht. Machen Sie das erste Mal? Mich meinen Sie? Ja, ich meine Sie. Sie stammeln so dermaßen, als wenn Sie das erste Mal machen. Das ist so. Meine Aufgabe ist, das Ihre Konto zu aktivieren. Ne? Und mehr Infos bekommen Sie von Analytiker. Sobald wir Ihre Konto aktiviert haben, unsere Abteilung ist das gegründet, ein bisschen Info zu geben und Ihre Konto aktivieren, dann bekommen Sie Anruf von unserem Analytiker, dann werden Sie da noch mehr Informationen bekommen. Aber wie ich sage, ich möchte die Informationen ja haben, bevor ich irgendwo investiere. Jede normale Firma, reguläre Firma, sagt mir genau, mit was, welche Leistungen sie bietet und ich muss nicht erst irgendwo investieren. Ich möchte vorher wissen, in was und wofür und welche Leistung ich bekomme. Das konnten Sie mir jetzt noch nicht sagen. Das konnte ich Ihnen nicht sagen. Ja, das stimmt. Richtig. Ich versuche jetzt dann professioneller zu erklären. Ne? Ich habe das so einfach erklärt. Und natürlich, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ja. Damit. Ja, deswegen, Sie haben das schon bemerkt, ne? Ja, das ist ja nicht zu verschwören. Wie bitte? Ja, ich habe das schon bemerkt. Vielleicht machen Sie die Musik ein bisschen aus, dann hören Sie vielleicht auch besser. Jetzt, Moment. So, ja, wie gesagt, ich habe erklärt, wenn Sie Ihre Handelskonto aktivieren, dann werden Sie noch mehr Informationen von unserem Analytiker bekommen. Ich möchte die Informationen vorher haben. Vorher, bevor Sie Ihre Konto aktivieren, ne? Natürlich. Natürlich. Vielleicht leite ich Sie weiter. Einen Moment, okay? Ganz kurz. Ja. Damit Sie noch mehr Informationen bekommen, okay? Einen Moment. Hallo. Ist Ihr Telefon kaputt? Einen Moment. Nee, das Telefon ist nicht kaputt. Das dauert eine Minute. So, kein Moment. Das dauert so lange, jemanden ans Telefon zu kriegen. Herr Sobirek? Ja. Ja, es gibt, Sie haben ja die Anzeige gelesen und auf der Anzeige ist, was da steht, ist das. Das, was Sie gelesen haben. Mehr Info kann ich leider nicht geben. Ach, danach sagen wir, okay, gut, dann versuchen wir es mal andersrum. Welches war jetzt nochmal Ihre Firma? Normal Capital. Ah ja, okay. Und der Sitz dieser Firma ist wo? Der Hauptsitz, der rechtliche Sitz? Der Hauptsitz, rechtlicher Sitz ist in Oslo. Und wir haben Lizenz für skandinavische Länder und für die Europaländer. Zwei Lizenz haben wir. Ja, welche Lizenz haben Sie? Bei wem? Ich kann Ihnen das senden, wenn Sie wollen, per WhatsApp. Das können Sie einfach sagen, weil per WhatsApp können Sie... Hallo? Gleich? Lassen Sie mich einfach mal ausreden. Hallo? Lassen Sie mich einfach ausreden. Ja, reden Sie. Ja Sie ich höre Sie. Sie haben mich permanent unterbrochen. Also, Oslo. Okay, prima. Wo sind Sie lizenziert? Lizenzen gehören von Gleif. Kennen Sie sich aus, Gleif.
Gleis? Nee. In welchem Land lizenziert die? Wir sind in Oslo und wir sind im, so von Oslo die Lizenz, ne? Und für die skandinavischen Länder. Und wir haben noch eine Lizenz für Europa-Länder. Wir sind ja hier nicht in Skandinavien. Ja, aber für, ich sag doch, zweite Lizenz haben wir für Europa-Länder. Ja, und von, bei wem sind Sie in Europa lizenziert? Jetzt, Moment. Ich guck mal jetzt rein. Ein Moment. Damit ich Ihnen genau sage und nichts Falsches sage. Genau. London. London. Im London. Ja. Und genau, London. Bei wem sind Sie in London lizenziert? FCA. FCA, alles klar, okay. Ja, und dann FCA, haben Sie sicherlich genau. mal die Lizenznummer von der FCA für mich. Wie bitte jetzt nochmal? Die Lizenznummer, unter der Sie bei der FCA reguliert werden. Ja, genau, ich kann Ihnen jetzt gleich sagen. Ja, sehr schön. Einen Moment. Lizenznummer ist. Jetzt, Moment. Wo ist das? 992. Ja. 971. 971. Dann schauen wir doch mal. Genau. Ja, schauen Sie mal rein. Ja. So. Und wie ist, heißt Ihre Firma dort? Auf der Lizenz? Wie ist der Name der Firma? Und schon ist sie raus. Oder ist er raus?